Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe dir, was du brauchst für dieses und das zukünftige Leben. Hier im Gottesdienst bekommst du ihn durch das Brot des Lebens im Abendmahl in der Glaubensgemeinschaft. Das Thema dieses Sonntages ist die Heiligung des Lebens oder eben auch gerade das Abendmahl. Auch der Wochenspruch lädt ebenfalls ein mit der Feststellung: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 2, Vers 17. Wir feiern den siebten Sonntag nach Trinitatis. Möge der dreieinige Gott des Himmels und der Erde uns reichlich segnen. Wir beginnen mit dem ersten Lied, 383, Verse 1 bis 3. Unsere Hilfe ist dir, dem Namen des Herrn. Himmel und Erde, du Gott. Wer das heilige Abendmahl würdig und recht gebrauchen möchte, der soll zwei Dinge tun. Er soll glauben, was Christus sagt, und tun, was er gebietet. Er sagt: Das ist mein Leib für euch gegeben. Und das ist mein Blut für euch vergossen, dieses sollt ihr glauben. Christus aber befiehlt: Nehmt, esst und trinkt und denkt an alles, was ich für euch getan habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Damit wir diesen Gottesdienst recht feiern und das Abendmahl in rechter Weise genießen können, wollen wir uns zuvor knien, unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Herr, du hast uns durch die heilige Taufe in deinen Bund gestellt, uns die Kraft zum aufrichtigen und ehrlichen, fleißigen Leben gegeben. So oft haben wir deine Gnade verachtet und sind schuldig geworden. Dennoch lädst du uns ein, wieder mit dir zu deinem Tisch zu kommen. Wir erkennen unsere Schwachheit und die Macht der Sünde, die uns von dir getrieben hat.
Darum fliehen wir zu deiner grundlosen Barmherzigkeit, suchen und bitten um Gnade. O Herr, sei uns Sündern gnädig. Amen. So steht geschrieben, Hebräer 7, Vers 25. Jesus Christus kann auf ewig selig machen, die durch Christus zu Gott kommen. Denn Christus lebt für immer und er bittet für sie beim Vater. Wahrlich, wer glaubt und getauft ist, der soll selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Himmlischer Vater, nimm unseren Leib und unsere Seele ganz zu deinem Eigentum und lass deine Gnade in uns mächtig werden. Auf nicht das nicht der eigene Sinn, sondern dein heiliger Wille uns völlig regiere. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Wir hören die erste Lesung zu diesem Sonntag aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Da heißt es von der ersten Gemeinde: die das Wort annahmen, ließen sich taufen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit die Lesung. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Thank you.
Wir hören das Evangelium für diesen Sonntag aus Johannes 6. Da steht geschrieben, Jesus fuhr weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, »Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?« Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, »Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme.« Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, »Es ist ein Kind hier. Das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele?« Jesus aber sprach, »Lasst die Leute sich lagern.« Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so vielen sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, »Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt.« Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, »Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll.« Aber als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, um ihn zu ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Soweit die Lesung. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Antworten heute auf das Evangelium, indem wir miteinander das Lied singen, Nummer 22. Das ist auch das Lied vor der Predigt. Wir setzen uns dabei.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist mit uns. Für unsere Predigt empfangen wir heute aus der neuen Predigtserie ein Wort aus Hebräer 13. Also nachdem der Schreiber 12 Kapitel lang erklärt hat, wer ist dieser Jesus Christus, wer und was ist die Kirche Jesu Christi in der Welt, erreicht dieses Schreiben nun sein Ziel in der Praxis. Tut nun auch, was ihr glaubt. Kapitel 13 wird eine lange Liste von Anweisungen gegeben, wovon wir nur die ersten drei betrachten. Ab Vers 1. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gedenkt an den Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Diese drei Verse, wir beten. Herr, segne dieses Wort an unser aller Herz. Amen. Liebe Gemeinde, letzte Woche sagte ich, geliebte Gemeinde, weil Gott sich verliebt hat in Israel, sein Volk, seine Kirche, in diese Gemeinde, in dir und mir, seine Kinder. Und heute wird wieder die Liebe hervorgehoben als erstens Geschwisterliebe, also gelebte Gemeinschaft, zweitens die Hausgemeinschaft und drittens als Leidensgemeinschaft. Der Rahmen, in dem dieses Wort gegeben wird, ist dieser 7. Sonntag nach Trinitatis mit dem Thema Heiligung des Lebens oder eben auch Abendmahl. Das Abendmahl selbst wird ja am Gründonnerstag unter die Lupe genommen. Hier geht es um mehr die praktischen Auswirkungen. Auswirkungen von was? Ja, vom Abendmahl. Also wir kommen nicht drum herum, doch einige Worte vom Abendmahl selbst zu sagen, damit wir aus das Unsichtbare in das Sichtbare kommen, aus dem Glauben in die Tat bewegen, aus der Kirche in die Welt, ja, und von der Welt wieder in die Kirche. Es gibt viele Namen für diese heilige Handlung, die wir sonntäglich erleben, und jedenfalls werden andere Akzente gelegt. Andere Worte für Abendmahl, Abendessen, Passamahl, Tisch des Herrn, Sakrament des Altars, Eucharistie, das ist das Dankmahl, Kommunion, das ist das Gemeinschaftsmahl, die Messe und ein Wort, das sehr nahe liegt, nicht ganz das gleiche ist, aber doch dahin zugehört, Agape-Mahl. Agape ist das griechische Wort für Liebe, Liebesmahl. Es wird im Korintherbrief genannt. Wahrscheinlich hatte die Gemeinde zuerst das Abendmahl gefeiert und anschließend haben sie zusammen gegessen. Das war dann das Liebesmahl. Es bringt zum Ausdruck, was wir eben gefeiert haben. Wir gehören zusammen. Wir essen von einer Mahlzeit. Wir werden ernährt durch dieselbe Kraftquelle. Wir sind miteinander verbunden. Und wir stehen auch im alltäglichen Leben zusammen. Wir begleiten uns auf dem Weg durch die Welt hin zur Ewigkeit. Das war schon viel aufzunehmen, nicht wahr? Wenn ich jeden einzelnen dieser Begriffe erklären würde, dann werden wir zum Abend, heute Abend, noch einmal nötig haben. Aber lass mich noch einfach mal sagen mit den Worten des Hebräerbriefs, bleibt in der geschwisterlichen Liebe. Jetzt brauchen wir ein Gespräch. Wie machen wir das denn? Zuerst innerhalb der Gemeinde. Und ein zweites Gespräch würde darum gehen, wie leben wir die Liebe in einer Welt, wo vielleicht die Liebe in vielen erkaltet? Aber zunächst erstmal innerhalb der Kirche. Und Kirche hier wiederum gemeint als diesen Ort und auch die Kirche an allen Orten. Und ich möchte betonen, dass wie wir miteinander umgehen, wie gehen wir miteinander um, wo uns die normalen Zeichen der Liebe vorenthalten werden. Ich meine hier spezifisch auch die Corona-Phase.
Wie machen wir das normalerweise? Zeichen der Liebe, zuerst ein herzlicher Gruß. In der Bibel heißt es oft mit dem Kuss auf der Wange, dem Kuss der Liebe. Wir machen das mit einem herzlichen Händeschütteln oder einer Umarmung. Jetzt ist uns das verboten. Nein, alles steril auf Distanz gehen. Okay, wir verstehen das. Warum? Aber es tut doch weh. Ich war, wenn ich zum Beispiel morgens zur Konfirmandenklasse komme, da habe ich BC, also bevor Corona, jeden Einzelnen die Hand gegeben. Jetzt stehen die Kinder weit weg, kommen nicht zu mir, lassen die Hände in den Taschen. Ich habe damals gelächelt, jetzt kommt kaum ein Lächeln zurück. Denn jeder muss doch hinter der Maske bleiben. Und weil es peinlich ist, schauen sie schnell in andere Richtungen, am besten gar nicht grüßen. Und wenn wir das so 5-6 Monate lang machen, ist es eine Lebensgewohnheit. Wenn die Zeichen der Liebe nicht mehr erlaubt sind, dauert es auch nicht lange, wird auch die Liebe in vielen erkalten. Man achtet bald gar nicht mehr darauf, wer ist da hinter der Maske. Ihr merkt, was diese Phase mit uns als Menschen macht? Und da sagen wir Christen, warte mal, etwas stimmt nicht. Aber wie kann ich denn nun andere Zeichen der Liebe entwickeln, die das zum Ausdruck bringen, was ich meine? Da nenne ich zum Beispiel jeden Morgen jedes Kind einzeln bei Namen. Guten Morgen, Susanne, oder guten Morgen, Hans. Und das hilft dann schon so ein bisschen, den Namen zu hören. Einmal habe ich ihnen bei Social Distancing auch eine kleine Schokolade zugeworfen. Gott grüßt dich, weil er dich lieb hat. Vielleicht muss ich immer eine Packung Bonbons bei mir in der Tasche haben, ich weiß nicht. Und ab und zu tue ich auch das Verbotene. Ich ticke sie an die Schulter oder an den Arm. Immerhin noch Kleidung, nicht direkter Kontakt. Aber die Berührung, die Hand, der Arm, der Augenkontakt ist doch zutiefst menschlich. Und daher muss ich auch aufrufen, dieses neue Normal, wie es so oft heißt, ist nicht normal. Also der Virus schon, es kommen wahrscheinlich noch mehr Viren, aber die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, entspricht doch nicht unserem Wesen als Christen. Wir werden aufgerufen, kreativ zu werden, denn die Liebe Christi drängt uns, die Liebe zu leben. Social Media gibt uns kaum Berührung, kein Gesicht, nur mangelhafte Gefühle. Virtuelle Gottesdienste auf dem Bildschirm geben uns eine Idee von Gemeinde auf Abstand. Zugegeben, wir hören zwar das Wort, aber den Leib Christi erfahren wir nur durch die Leiblichkeit menschlicher Körper. Und darum ziehen wir es auch vor, das Abendmahl nicht zu individualisieren, dass nicht jeder links und rechts alleine zu Hause feiert, sondern es gehört in die Gemeinschaft der Gläubigen. Aber ganz klar, auch bei Ausnahmesituationen gelten auch Ausnahmeregelungen. So wie hier die Gemeinschaft in der Kirche feiern, soll sie gewiss auch im Alltag gelebt werden. Dazu brauchen wir das Gespräch, die Kommunion, die Kommunikation zwischen Menschen. Nicht nur WhatsApp-Botschaften, das ist auch ein total gutes Hilfsmittel, aber sie können keine Menschen ersetzen. So bemühen sie sich ja auch im Pflegeheim. Wie kann man den Bedürftigen noch ihre Menschenwürde erhalten unter diesen Umständen? Wie stehen wir uns gegenseitig bei, damit die Liebe Gottes von Mensch zu Mensch deutlich wird? Jeder Brief im Neuen Testament ermutigt, die Liebe, die guten Verhältnisse, die Einheit, die Liebe unter den Glaubensgeschwistern aufgrund der Einheit und Liebe Christi. Auch dieser Brief drängt uns, bleibt fest in der geschwisterlichen Liebe. Zweiter Punkt. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Warum dieser Aufruf? Klar, weil wir es so schnell vergessen.
Ein offenes Haus zu haben fällt nicht so leicht. Andere tun sich damit schwer. Es kostet Geld und Zeit, Gäste aufzunehmen. Und damals, zur Zeit, als dieser Brief verfasst wurde, war Gastfreundschaft zwar eine Selbstverständlichkeit, aber es gab auch Christenverfolgung oder jedenfalls viele Nachteile, wenn du Christ wurdest. Könnte es sein, dass das Spione waren, die sich in die Gemeinde einschlichen? Durchaus möglich. Also Gemeindeglieder könnten nicht nur Gastfreundschaft vergessen, sondern sich auch bewusst dagegen aussprechen. Passt auf, Gefahr! Der Schreiber jedoch sagt, Hurra, der Herr ist da. Kannst du im Mitmenschen die Gegenwart Gottes sehen? Oh, einige würden sagen, oh Mann, ich kann den Teufel sehen, ja. Und es ist auch ganz offensichtlich, was die Medien oft an Schreckensberichten verteilen. Es gibt böse Menschen, klar. Ich kann mir vorstellen, dass der Hebräerbrief nicht sagen würde, schaltet den Verstand aus und ladet irgendjemand ein. Nein, leider sind Zäune und Alarmsystem nötig geworden. Und dennoch, die Gegenwart Jesu drängt uns grundsätzlich eine offene Haltung gegenüber den Nächsten zu üben. Ich lade dich ein in mein Haus. Ich lade dich ein, hier die Liebe Gottes zu erleben. Und wenn wir uns dann auch schon in der geschwisterlichen Liebe untereinander üben, wenn Glaubensbrüdern und Schwestern sich in der Gegenwart zu Hause fühlen, dann denken wir darüber nach, wie auch andere die Liebe Gottes erfahren können, wie wir doch wieder unsere Herzen und Häuser nicht nur verschließen, abschließen, sondern öffnen. Das Risiko bringt eine große Belohnung mit sich, fügt der Schreiber hinzu. Einige haben schon unwissend sogar Engel beherbergt. Tja, würde vielleicht einer sagen, wenn Gott selbst vor meiner Tür steht, dann werde ich Gott selbstverständlich reinlassen. Tja, und wenn nun Gott in der Gestalt kommt von einem lästigen Gast? Wenn der verlorene Sohn wieder nach Hause findet und kein Dach hat über dem Kopf? Wenn Unbekannte von anderen Städten und Ländern hier eintreffen? Wie viele gute internationale Verbindungen haben wir doch auch schon hier in dieser Gegend knüpfen können, indem wir unbekannte Gäste eingeladen haben? Fragt ruhig mal in den Gasthäusern und Ferienorte, wie viele gute Kommunikation schon stattfinden konnte und in Zeiten der Not mehr als Gold wertvoll waren. Da haben wir Beispielsgeschichten aus dem Alten Testament. Abraham, er saß vor seinem Zelt, sah drei Reiter auf Kamelen ankommen. Er stand auf, lud sie ein, bereitete ihnen ein Festmahl vor. Und während sie da besuchten, brachten sie ihnen eine Botschaft von Gott. Sie sagten dem Abraham, über ein Jahr wirst du einen Sohn haben. Sarah, ne, Abrahams Frau, hörte das hinter der Zeltplane und lachte. Das war doch ein Witz des Jahres. Wissen diese Männer dann nicht, dass sie, Sarah, unfruchtbar war und schon längst über ihre Jahre von Kinderkriegen hinaus war? Biologisch unmöglich. Doch tatsächlich, nach einem Jahr wiegte sie ein Kind in ihren Armen. Isaak nannte sie das Kind. Das heißt, lachen. Wer immer diese Story hören wird, der wird lachen müssen. Und bis heute lachen wir über diese Geschichte vor Staunen und Freude. Ihr könnt gewiss selber auch berichten von meiner Erfahrung. Da waren einmal Amerikaner zu uns in Pretoria zu Gast, da von unserer Schwesterkirche LCMS. Und so nebenbei erzählten sie, dass sie durch die Welt reisen und Übersetzungsprogramme finanzierten. Lutheran Heritage Foundation. Ich fiel beinahe vom Stuhl. Da waren wir gerade dabei zu überlegen, wie wir den Katechismus, der in Afrikaans neu übersetzen und drucken konnten. Das würde schon ein kleines Vermögen kosten, gute Qualität, Bücher zu drucken. Und die Amerikaner sagten das stolz, You do the work, we pay the bills. Und tatsächlich, das haben sie nach 5 Jahren gemacht, jeden Cent bezahlt.
Waren das nicht Engel von Gott gesandt? Hätten wir damals nicht Zeit gehabt, ein Gespräch mit ihnen gesucht? Naja, ich weiß nicht, was sonst. Und hier gewiss auch ihr könnt sagen, wo ihr eure Häuser und Herzen geöffnet habt, habt ihr gewiss erstaunliche Dinge erlebt. Grundsätzlich heißt die Haltung, seid gastfreundlich. Und drittens, die letzte Aufforderung für heute, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil auch ihr noch im Leibe lebt. Tja, 200 Millionen Christen weltweit sind der direkten Verfolgung ausgesetzt. Ich bekomme wöchentlich Berichte von grauenhaften Geschichten. Ob die jetzige Corona-Phase auch sich gegen das Christentum oder gegen alle religiösen Gruppen gezielt ist, ich weiß es nicht. Aber wir brauchen auch nicht immer zu forschen. Wir wissen ja, dass wegen dem einzigartigen Charakter des Christentums, der einzigartigen Charakter des Christus, wird immer und überall Widerstand entstehen, denn die dunklen Mächte dieser Welt hassen das Licht. Und in jedem Buch im Neuen Testament wird da gesprochen von Bewährung in Zeit der Bedrängnis, so auch hier im Hebräerbrief. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier in Lüneburg einen Sonntag gab im Jahr, wo man besonders der verfolgten Christen gedenkt. Weiß einer vielleicht noch, was das war für ein Sonntag? Im Kirchenkalender wird der zweite und vierte Weihnachtstag wird daran erinnert. Und auch sonst wird immer wieder aufgerufen, für unsere Glaubensgeschwister zu beten, so wie sie auch für uns beten. Denn wir stehen auch hier in der Leidensgemeinschaft der Gläubigen. Ich rufe auf, das Leiden hier in der Gegend ernst zu nehmen, in unserer Gemeinde. Viele Krankheiten, Depressionen, Einsamkeit, Drogen, Armut, kaputte Ehen und Familien, Diebstahl und Verlust, viele leiden. Und danke, dass viele diesen Ruf hören und sich gegenseitig unterstützen, besuchen, versorgen und tragen. Das Geheimnis des Leidens selbst betrachten wir besonders in der Passionszeit. Christi leiden, auch in unseren Leiden. Damit, wie Paulus schreibt, auch das Auferstehungsleben Christi in unserem Leibe offenbar werde. Und dazu eben gehört auch das Leiden der Christen, die verfolgt werden, ja einfach nur, weil sie Christen sind. Die Begründung, die der Schreiber hier gibt, weil wir noch im Leibe sind, noch nicht im Himmel, und zu einem Leib gehören, als eine Gemeinde. Der Vergleich wäre, wenn ich meinen kleinen Zeh an einem Tischbein stoße, dann zieht das ganze Bein sich zusammen, die Arme gehen hoch, die Augen werden zugekniffen, der ganze Leib spürt den Schmerz im kleinen Zeh. Und dann trennen wir nicht den Zeh ab und schmeißen ihn weg vom Leib, sondern der ganze Leib achtet darauf, dass das nicht wieder passieren sollte. Und so erfahren wir auch immer wieder Heil und Heilung. Wenn es dem kleinen Zeh wieder gut geht, dann sollten wir eigentlich ein Fest feiern, damit der ganze Leib sich auch wieder freut. Ihr merkt, das waren nur drei Anweisungen durch das ganze Kapitel 13. Das Christenleben ist schon ein Abenteuer, eine aufregende Reise. Der Glaube will praktisch gelebt werden. Es beginnt bei Christus, die Einheit mit ihm, mit allen Gläubigen. Es beginnt im Abendmahl, das Liebesmahl und bewährt sich im Alltag. Gebe Gott, dass wir im Gespräch bleiben auf dieser Entdeckungsreise, während wir zusammen unterwegs sind zur Ewigkeit. Gott schenke uns seine Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre und erhalte unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Lasst uns beten. Liebe, hast du es geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mach doch die toten Trägergeisten lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann, wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. So, Herr, bleibe in unserem Kreis mit deiner Liebe und Treue, wie du sie jeden Tag neu an uns beweist. Nicht nur durch dein Wort, sondern auch durch unser täglich Brot, durch Frieden und Ordnung. Von den Gaben, die du uns gegeben hast, bringen wir durch das Dankopferkästchen am Ausgang, durch Banküberweisungen und unseren nächsten Dienst. Segne diese Gaben in Jesu Namen. Amen. Vater im Himmel, wir haben deine Einladung und deinen Auftrag gehört, unseren Nächsten dienen, wie wir dir dienen. Lass uns nicht mit faulen Ausreden als Christen dieser Welt verstecken. Gib uns deinen Geist, der uns Worte des Friedens und der Hoffnung sprechen lässt, wo es nötig ist. Hilf uns, durch unser Verhalten und Tun dich zu preisen, damit andere durch unser Zeugnis zum Leben finden. Wir bitten dich besonders für die Kranken, unsere einsamen, depressiven und Behinderten in unserer Mitte, beim Altersheim, in den Häusern, auf den Straßen. Danke, dass du ihnen Menschen zur Seite gestellt hast und dass du uns die Kraft gibst, ihnen das gute Wort zu geben. Für alle anderen Leidenden in unserer Mitte, von denen wir nichts wissen, die im Stillen leiden, niedergeschlagen sind, die du prüfst, Herr, sei ihnen das Brot des Lebens, das nie vergeht. Für unseren Seelsorger-Mitarbeiterkreis, dass du uns wieder belebst, zurüstest und sendest. Herr, die Schulen, vieles ist durcheinander, die Familien, der Rhythmus des Alltags. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist, du Erhalter des Lebens. So bitten wir dich aber auch für gute Arbeitsverhältnisse, besonders, dass auch Arbeitsplätze erhalten bleiben und die Wirtschaft im Lande durch treue Hände administriert wird. Gib, dass Polizei, Militär, Ärzte und Krankenschwestern ihren Beruf und Treue und den Aufblick zu dir an der Gemeinschaft dienen. Schenke du gute Verhältnisse in Ehen und Familien. Segne unsere Kinder, unsere Alten, unsere Männer und Frauen, unser Hab und Gut, unseren Anfang und unser Ende, wie du es verheißen hast. Lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, dass schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehmen unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger seien. Amen. Thank you.
Einleitung des heiligen Abendmahls beten wir den Psalmvers: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Heiligen und Gottes Hausgenossen. Der Herr sei mit euch. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja. Und seine Güte erretet ewig. Halleluja. Lasst uns beten. Treuer Gott, du rettest aus Mangel und Not. Von dir kommt das Brot der Erde. Und du schenkst uns das lebendige Brot vom Himmel. Dankbar für deine Gaben bitten wir, lass uns alles aus deiner Hand empfangen und in Freude teilen mit denen, die Hilfe brauchen für Seele und Leib. Um unseres Herrn Jesus Christus, unseres Herrn willen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich wünsche noch, dass ihr weiter unter dieser Gnade jetzt nun auch in die Welt geht. Gesegneten Sonntag weiter.